Hi, das ist das Video, in welchem ich euch sage, wie viel Geld ich durch Bitcoin gewonnen oder verloren habe. Ich denke, viele von euch haben so eine ähnliche Story wie ich auf Lager, die ihr definitiv in die Kommentare posten solltet. Jeder in der heutigen Zeit ärgert sich ja, dass er damals keine Bitcoins für ein paar Euro gekauft hat. Aber viele, die davon träumen, sich damals Bitcoins gekauft zu haben, wussten damals noch nicht mal, was Bitcoin ist. Bei uns drogenaffinen Menschen ist das anders. Jeder vierte von euch hatte wahrscheinlich schon vor Jahren Bitcoins, um sich damit Drogen zu kaufen. Ich habe damals Bitcoin entdeckt, als der Kurs kurz vor den 100 Euro war. Ab und zu habe ich mir damit auch Wurstbrote gekauft. Aber irgendwann dachte ich mir so, der Kurs von dieser Währung wird bestimmt noch ordentlich steigen. Ich kaufe mir jetzt einen Bitcoin als Investition für die Zukunft. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber nur sehr wenig Geld auf dem Konto, weshalb die 100 Euro für mich sehr viel waren und ich Panik schob und den Bitcoin nach nur einer Woche wieder verkaufte zum selben Preis. Dieser Bitcoin wäre heute an die 13.000 Euro wert. Dann kommt noch hinzu, dass ich total oft, als ich mir was bei gewissen Marktplätzen gekauft habe, zur Sicherheit immer ein bisschen zu viel überwiesen habe. Diese Marktplätze wurden dann oft von den Cops runtergenommen. Damals war das nicht so schlimm für mich, weil noch 0,1 Bitcoin auf einem Konto zu haben, bedeutete ja damals nur 10 bis 20 Euro verloren zu haben. Wenn man das heute alles zusammenrechnet, habe ich auf diese Weise nochmal an die 10.000 Euro an Bitcoin verloren. Ich kann mich auch erinnern, dass ich damals Litecoin kaufen wollte, als der Kurs noch bei 1 Euro war. Hatte auch die Vermutung, dass der Kurs da steigen würde. Damals waren mir aber alle Seiten, wo man Litecoin kaufen konnte, zu kompliziert. Sowas Cooles wie Coinbase gab es da noch nicht. Wäre ich nur nicht so voll gewesen, ein Litecoin ist heute ca. 200 Euro wert. Ich habe dann auch irgendwann für 20 Euro 10.000 Dogecoins gekauft, die heute 160 Euro wert sind. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich den Wallet gespeichert habe. Bei dem Fall ist der Verlust jetzt nicht ganz so tragisch wie bei den anderen Stories. Jetzt kommt der positive Teil der Story. Als der Bitcoin unter 1000 Euro wert war, habe ich den Bitcoin-Kurs regelmäßig verfolgt. Aber kurz darauf habe ich das aus den Augen verloren und irgendwann habe ich dann mitbekommen, holy shit, der Bitcoin-Kurs ist über 10.000 Euro? Ich hoffte, dass ich von irgendwelchen alten Transaktionen noch etwas Bitcoin auf meinem Konto übrig hatte. Und siehe da, ich hatte tatsächlich 0,23 Bitcoin auf meinem Konto, was heute fast 3.000 Euro wert ist. Somit habe ich aus Versehen mit Bitcoin fast 3.000 Euro verdient. Die Wochen darauf wurde mir total oft auf Facebook eine Werbung gezeigt, die mir sagte, dass ich mir die Währung Ethereum kaufen soll, weil es angeblich das neue Bitcoin ist. Ich hatte keine Ahnung, was Ethereum ist und dachte mir so, ja klar, wenn Ethereum wirklich so cool wäre, müssten die doch dafür keine Werbung machen. Als ich die Werbung zum ersten Mal sah, war der Ethereum-Kurs bei 100 Euro, ein paar Wochen später bei 300. Fuck, die Alte aus der Werbung hatte recht. Ich wünschte, ich hätte auf dich gehört, holde Dame. Jetzt war Schluss mit lustig. Mein FOMO-Level schoss auf 3000 und ich tauchte tief in die Welt der Kryptowährungen ein. Und wie viel Gewinn ich seit Dezember bei meinen Krypto-Investitionen gemacht habe und warum ich glaube, dass Kryptowährungen die Zukunft sind, erfahrt ihr im nächsten Video. Schreibt unter dieses Video eure Bitcoin- oder Krypto-Story. Hattet ihr auch mal für wenig Geld Bitcoin gekauft und es dann viel zu früh wieder verkauft? Oder hat wer von euch das Passwort zum Wallet vergessen? Ein USB-Stick mit Bitcoins verloren? Hier jetzt klicken für das nächste Krypto-Video.